Brutus, was waren die größten Kosten in deinem alten Unternehmen? Als erste natürlich die Logistik. Ja. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Leute in der Logistik gehabt, über 30 Leute. Wir haben eine riesen Halle gehabt und wir haben ja im Schnitt 5.000 bis 6.000 Pakete jeden Tag verschickt. In der Hochsaison bis zu 12.000 an einem einzigen Tag. Und diese Pakete mussten verpackt werden. So. Und jetzt ist halt die Frage, damals, wo wir das gestartet haben, gab es ja noch Amazon FBA so nicht. Das war ja erst 2013 nach Deutschland gekommen. Und jetzt lautet die Frage, willst du das wirklich noch heute, 2023, aufbauen? Willst du eigene Logistik aufbauen, wo du alles selbst machst, wo der Drucker ausfällt, wo manchmal Mitarbeiter ausfallen, wo du selbst als Chef dann hinter der, auf dem Band stehst und Pakete packst? Oder willst du einem starken Partner wie Amazon das übergeben? Das heißt, die größten Kostenfaktoren waren ja in der Logistik, weil die meisten Mitarbeiter, Personalkosten da waren natürlich. Dann hatten wir sehr viele Kosten in der Verkaufsabteilung. Das bedeutet, wir haben Produkte beschrieben, wir haben Fotografen gehabt, zwei Fotografen, um sehr viele Produkte zu fotografieren, die reingekommen sind. Wir haben so Fließbandmaschine aufgebaut. Das heißt, Produkte sind reingekommen, sind fotografiert, sind dann online gegangen, auch in verschiedenen Sprachen übersetzt worden. So Content-Team. Ich nenne das nicht als Kostenteam, weil das Team hatte ja, sage ich mal, die meisten Umsätze gemacht. Das heißt, ohne diesem Team hat das ja zu keinen Verkäufer geführt. Nur, jetzt muss man sich die Frage stellen, brauche ich wirklich eigene Fotografen oder kann ich auf fremde Fotografen zurückgreifen, die vielleicht kostengünstiger sind? Und der dritte Kostenfaktor, was meiner Meinung nach sehr überflüssig war, dass wir eigene Programmierung gemacht haben. Das heißt, wir haben eigene ERP-Systemlösung aufgebaut. Was ist denn eine ERP-Systemlösung? Das bedeutet im Endeffekt, die Kunden haben bestellt. Und das, was hinter der Bestellung passiert, dass die Pakete verpackt werden, dass Bestellung bei den Lieferanten ausgelöst wird, dass die Kunden ihre Rechnungen bekommen. Und wo wir damit gestartet haben, da war ja berechtigt, sowas selbst zu machen, weil die Lösungen auf dem Markt sehr schwach waren. Es war einfach null. So, heute kannst du schauen, es gibt Unternehmen, die das anbieten, die haben selbst 100 Mitarbeiter. Und das ist ihre Stärke. Die machen nichts anderes, außer diese ERP-Geschichte. Jetzt ist die Frage, was ist denn deine Stärke? Bist du jetzt ein Verkäufer oder bist du ein Softwarehersteller? Konzentriere dich auf das, was du gut kannst. Und in diesem Bereich, wenn es um Verkauf geht, macht das eigentlich für uns keinen Sinn, so eine Software zu machen. Wir hatten das programmiert mit dem Sinn, das anderen Händler anzubieten, aber wir kamen halt nicht dazu. Und deswegen sage ich, das war einer der größten Kostenfaktoren bei uns. Und dass du eine Vorstellung hast, was sowas gekostet hat, kannst du ja mal rechnen. Erstmal Serverkosten, AWS, Amazon, wie auch immer. Du hast drei Vollzeitprogrammierer. Programmierer sind nicht günstig. Also du kannst davon ausgehen, dass das alleine fast 27.000, 28.000 Euro im Monat an Kosten geschluckt hat. So, der Monat hat ja angefangen und wir müssten mindestens 250.000 Euro produziert haben, um zu sagen, okay, jetzt komme ich auf Null. Das war eine Verantwortung. Und ich weiß noch ganz genau, da kam mein Cousin Roland zu mir und dann sagte Butrus, hey, ich merke, du bist ja auf der Arbeit eine andere Person. Privat bist du so cool drauf und so auf der Arbeit bist du schon ein bisschen hart. Und da musste ich antworten, ja klar, ist das so. Du hast halt Verantwortung, du hast Mitarbeiter und es muss ja gehasselt werden, es müssen Ergebnisse produziert werden. Und du hast halt Umsatzdruck als Unternehmer. Das heißt, wenn du sehr viele Menschen beschäftigst, hast du Verantwortung. Es ist nicht nur Verantwortung dir gegenüber, sondern auch diesen Familien gegenüber. Diese Mitarbeiter haben Familien und du willst auch dafür sorgen, dass das Unternehmen langfristig funktioniert.